Sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie zu unserem heutigen Anlass Wirtschaftsstandort Schweiz, ein Erfolgsmodell in Gefahr, willkommen zu heißen. Ganz besonders willkommen heißen möchte ich die Podiumsteilnehmer und die Redner. Viele von Ihnen haben einen vollen Terminkalender. Zeit ist kostbar und Sie haben sich trotzdem Zeit genommen, hierher zu kommen, was vielleicht auch schon ein Indiz dafür ist, dass es sich hier um etwas Wichtiges handelt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ernst Fehr, ich bin Vorsteher des Instituts für Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich und seit 2012 auch Direktor des neu gegründeten UBS International Centers of Economics in Society. Und für alle, die das UBS Center noch nicht kennen, es ist 2012 gegründet worden. Es ist ein assoziiertes Institut der Universität Zürich und ist benannt nach dem Spender, ohne dessen Spende das Institut nicht existieren würde. Wir stellen uns zwei Hauptaufgaben. Eine ist es, die Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich an die Weltspitze heranzuführen. Wir glauben ja, dass wir nicht schlecht sind, dass wir gut unterwegs sind, aber hier hilft uns sicher das Center und auch die Spende, die wir erhalten haben, uns weiter zu verbessern. Der zweite Zweck des Centers besteht darin, dass wir einen Dialog etablieren wollen, und zwar regelmäßig einen Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Und beide Hauptaufgaben des Centers, die Wirtschaftswissenschaften in Zürich und in der Schweiz voranzutreiben und diesen Austausch zu organisieren, die sollen den Bildungs-, Wissens- und Wirtschaftsstandort Schweiz fördern. Und damit sind wir auch bereits beim Thema. Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und des Wissenschafts- und Bildungsstandortes Schweiz und Zürich gehört sozusagen zur DNA unseres Centers. Und die Organisation von Konferenzen wie dieser heute ist uns ein großes Anliegen. Nun zum Thema der Veranstaltung. Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen haben wir die Konferenz zeitlich zwischen den für den Wirtschaftsstandort höchst relevanten Volksabstimmungen zur Masseneinwanderung und der bevorstehenden Abstimmung über Mindestlöhne angesetzt. Diese tagesaktuellen Themen brennen natürlich allen unter den Nägeln. Täglich erscheinen Artikel in den wichtigen Zeitungen zum Beispiel zum Thema Mindestlöhne. Und die nächste Initiative, Stichwort Ecopop, steht auch schon vor der Tür. Wir hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung einen Beitrag leisten können zu einer fundierten Diskussion über die Auswirkungen dieser Initiativen. Aber wir wollen natürlich nicht nur eine Arena sein. Deshalb haben wir zusätzlich zu den Politikern, die uns hier wichtig sind, dass sie kommen, auch hochkarätige Wissenschaftler und Vertreter aus der Wirtschaft eingeladen. Und wir glauben, dass es uns dadurch möglich ist, auch über diese tagesaktuellen Themen hinaus einen Diskussionsbeitrag zu leisten. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich von Zeit zu Zeit auch Rechenschaft darüber ablegt, auf welchen Grundpfeilern denn das Erfolgsmodell Schweiz beruht. Welche Faktoren waren entscheidend, dass die Schweiz, dieses ressourcenarme Land, zu einem der reichsten Länder dieser Welt werden konnte? In der Literatur ist die Liste der zentralen Erfolgsfaktoren lang und es gibt verschiedene, zum Teil überlappende, zum Teil vielleicht sogar sich widersprechende Erklärungen zu diesem Thema. Aber es ist eine faszinierende Frage, wie konnte ein Land, das praktisch nichts hatte außer seine Einwohner, wie konnte so ein Land zu einem der reichsten Länder der Welt werden? Eine verständlicherweise beliebte Sichtweise betont in diesem Zusammenhang das hohe Ausbildungsniveau, die Arbeitsethik der Schweizer und den Unternehmergeist. In dieser Version schafft es die einst arme Schweiz, in einem langen Marsch über die Jahrhunderte endlich in die wirtschaftliche Spitzenposition. Was natürlich hier nicht erklärt wird, ist, wie konnte es denn dazu kommen, dass das Ausbildungsniveau so hoch ist und wie kam es dazu, dass unser Arbeitsethos so ist, wie es heute ist und dass wir diesen Unternehmergeist entwickelten, den wir heute so hochhalten. Eine zweite Argumentationslinie betont bestimmte wirtschaftspolitische und institutionelle Elemente in der Erfolgsgeschichte der Schweiz, so etwa die schon im 19. Jahrhundert ausgesprochen liberale und offene Handelspolitik, welche der kleinen exportorientierten Nation seit der ersten Globalisierung vor dem Ersten Weltkrieg große Erträge einbrachte. Die wirtschaftliche Integration war damals schon ungleich höher
als die politische Integration und die politische Kooperation. Und so konnte die Schweiz auch im 19. Jahrhundert von der von den Großmächten garantierten politischen Stabilität, welche den freien Austausch von Waren ermöglichte, profitieren, ohne dafür selbst Großes dazu beitragen zu müssen. Zusätzlich nahm es die Schweiz mit gewissen internationalen Regeln, Stichwort Patentrecht, nicht ganz so ernst, welches hier in diesem Lande erst 1907 eingeführt wurde. Und manche Wirtschaftshistoriker argumentieren, dass die Schweiz so die neuesten Technologien kopieren konnte, was insbesondere für den Aufstieg der chemischen Industrie, Stichwort Roche, Sandoz, des Maschinenbaus, Stichwort Oerlikon, Braun, Boveri, oder der Nahrungsmittelverarbeitung, Stichwort Nestle, genützt hat. Und diese Firmen sind ja mittlerweile zum Inbegriff schweizerischer Produktivität und Exportstärke geworden. Allerdings wurden von den ausländischen Konkurrenten diese Politik manchmal als Trittbrettfahrerpolitik gebrandmarkt, was aber die pragmatischen Eidgenossen damals nicht sonderlich gestört hat. Eine dritte gängige Erklärung des Erfolgsmodells Schweiz stellt die politische Stabilität und die Neutralität in den Vordergrund. Dies verschonte die Schweiz unzweifelhaft vor zwei Weltkriegen und den damit verbundenen großen wirtschaftlichen Schäden. Darüber hinaus zeichnet sich die Schweiz durch große Währungsstabilität aus, eine zurückhaltende makroökonomische Politik und die Einführung des Bankgeheimnisses, alles Grundsteine für die Entwicklung eines internationalen Finanzzentrums, welches auch auf vielfältige Art und Weise zum Reichtum der Schweiz beigetragen hat. Die Vorstellung von diesen drei gängigen Modellerklärungen, die von vielen Zeitgenossen und Wirtschaftshistorikern häufig vorgebracht werden, sind natürlich eine grobe Vereinfachung. Eine abschließende Erklärung haben wir in diesen Zusammenhängen nicht. Wirtschaftsgeschichte und Makroökonomie sind Gott sei Dank oder leider aus der Sicht des Wissenschaftlers, würde ich sagen, leider keine experimentellen Disziplinen. Wir können keine placebo-kontrollierten Experimente durchführen, die uns helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen und der Wahrheit sozusagen wirklich ganz auf den Grund zu gehen. Wir müssen uns deshalb immer mit vorläufigen Erklärungen zufrieden geben. Und wahrscheinlich ist es so, dass diese verschiedenen Kräfte, die ich vorher skizziert habe, alle ein bisschen dazu beigetragen haben, dass wir heute so reich sind, wie wir sind. Die Modellerklärungen zeigen jedoch auch sehr schön, welche Erfolgsfaktoren immer wieder nicht nur für den Aufstieg der Schweiz, sondern auch für ihren anhaltenden Erfolg in den Vordergrund gerückt wurden. Und sie zeigen auch, wie ein unterschiedlicher Fokus bei den Erfolgsfaktoren natürlich zu unterschiedlichen Antworten auf die Frage führt, welche Art von Wirtschaftspolitik heute am besten geeignet ist, den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Schweiz auch in Zukunft zu sichern. Ich bin jetzt natürlich sehr gespannt darauf, welche Faktoren unsere Referenten, unsere Diskussionsteilnehmer hier anführen werden. Und ich freue mich schon auf spannende Diskussionen in diesem Zusammenhang. Nun zum Ablauf der Veranstaltung. Ich habe eingangs erwähnt, dass unser Center diesen kontinuierlichen Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft fördert. Und deshalb haben wir auch heute Vertreter aus diesen drei Bereichen eingeladen. Und im ersten Teil der Veranstaltung, in der ersten Panel-Diskussion zum Erfolgsmodell Schweiz und seinen Aussichten, da haben wir einen eher innenpolitischen Fokus. Und in diesem Panel werden vermutlich Themen, ohne dass ich das den Diskussionsteilnehmern und Rednern vorwegnehmen möchte, Themen wie, was sind die zentralen Erfolgsfaktoren der Schweiz historisch gesehen, was ist die angemessene Rolle des Staates in unserer Wirtschaft, was sind die aktuellen Herausforderungen und wie stehen wir oder wie schätzen wir die Wirkungen verschiedener Initiativen ein, solche, die abgelehnt wurden, wie die 1:12-Initiative. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass wenn eine Initiative abgelehnt ist, sie keine Wirkungen entfaltet übrigens. Auch abgelehnte Initiativen können häufig Wirkungen entfalten. Und andere Themen, die uns momentan unter den Fingern brennen. Das zweite Panel widmet sich dann schwergewichtig außenpolitischen Themen. Stichworte sind hier die Schweiz und ihre politische und wirtschaftliche Beziehungen zur EU, Zukunft und Grenzen der Integration, globale Handelspolitik, beispielsweise WTO oder Freihandelsabkommen, aber auch aktuelle Herausforderungen, die sich ja auch durch jüngere Initiativen hier stellen. Im Anschluss daran
Zwischendurch gibt es natürlich immer Kaffeepausen, aber im Anschluss an die zweite Panel-Diskussion gibt es dann die Keynote-Referate, bei denen zunächst Herr Pieper, ein sehr erfolgreicher Unternehmer und Präsident der Artemis-Gruppe, zu der auch Franke gehört, uns seine Einsichten mitteilen wird. Und anschließend daran wird Professor Lars Feld, der auch ein Mitglied des Deutschen Sachverständigenrates ist, den sogenannten Fünf Weisen, seine Sichtweise darlegen. Im Anschluss an die Konferenz lade ich Sie dann herzlich dazu ein, den Dialog informell bei einem Glas Schweizer Weißwein weiterzuführen. Nun zu unserem Moderator. Für die Moderation der Konferenz darf ich jetzt an Herrn Haig Simonian übergeben. Haig ist ein langjähriger Beobachter der wirtschaftspolitischen Debatte in der Schweiz und über die Schweiz. Er hat das lange hauptberuflich verfolgt. Er war 10 Jahre Korrespondent der Financial Times in der Schweiz. Er war Finanzjournalist beim Economist, Frankfurt-Korrespondent der Financial Times und Chefkorrespondent der Financial Times für Deutschland. Seit 2012 ist er freier Schriftsteller und wie so viele andere, zu denen ich ja übrigens auch zähle, findet er es hier in der Schweiz schöner als in seinem Heimatland und ist deshalb häufiger Gast bei vielen Veranstaltungen. Er schreibt auch monatlich eine Kolumne für die NZZ am Sonntag, erscheint regelmäßig im Schweizer Radio und Fernsehen. Er kennt die helvetischen Besonderheiten bestens, hat aber auch eine gewisse Außenperspektive auf das Land. Und ich glaube, das ist gut. Er kennt sozusagen unsere Innenseite recht gut und sieht das Ganze vielleicht auch ein bisschen distanzierter und vielleicht auch weniger emotional oder unaufgeregter. Und das kann bei solchen Debatten ja auch hilfreich sein. Nun wünsche ich Ihnen alle eine spannende, lehrreiche und unterhaltsame Konferenz. Besten Dank. So, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen meinerseits. Ernst hat fast alles gesagt, ich weiß nicht, was ich hinzufügen soll. Vielleicht nur einen kleinen kurzen Geständnis, bevor wir anfangen. In 30 Jahren als Journalist, von mindestens 25 dieser 30 Jahren, bei jedem Interview mit jeder Vorstandsvorsitzende oder Verwaltungsratspräsident, habe ich immer versucht zu behaupten, nein, mein Job ist nicht nur schlecht über Ihre Firma oder Ihre Gesellschaft oder Ihr Land zu reden, wir versuchen ausgewogen und so weiter und so fort. Irgendwann in den letzten 5 Jahren, vielleicht ist es eine verspätete Maturität, vielleicht hat das mit der Finanzkrise zu tun, wer weiß, habe ich langsam erkannt, es stimmt eigentlich. Schlechte Nachrichten sind interessanter als gute Nachrichten. Bad news is really, in meiner Branche mindestens, good news. Warum sage ich das? Letzten Herbst war das Oktober oder November, als Ernst und seine Kollegen zum ersten Mal zu mir gekommen sind und haben gefragt, ja, hast du was vor? Nächsten April könntest du was für uns moderieren? Geht um die Schweiz, die Zukunft, Wirtschaftsmodell und so weiter, habe ich gerne zugesagt. Ich wusste, dass ein paar, ja, es gibt immer Volksentscheiden, Referendum in der Schweiz, ich wusste, dass ein paar solchen Entscheidungen vorstellen. Ich habe mich wirklich nicht so viel interessiert. Hier war die SVP mit irgendeiner Initiative. Aber ich habe mir gesagt, die Schweizer sind pragmatisch. Es gibt viel Tralala, es gibt viel Lärm, aber am Ende keine Sorge. Jetzt, meine Damen und Herren, diese Veranstaltung wäre schon interessant gewesen vor der Entscheidung, den 9. Februar. Es ist selbstverständlich danach noch interessanter geworden, weil, wie Sie wissen, bad news is good news. Wir haben die Chance, jetzt in 2 Panels über diesen Themen zu reden. Bevor ich die erste Panel meiner Gäste hier vorne einlade, werde ich kurz zum Ablauf 2 Dinge sagen. Ernst hat das schon alles gezeigt, so dass Sie es wissen, wie es jetzt funktionieren wird. Wir haben 2 Panels, ungefähr 1 Stunde jede Panel. Ich werde versuchen, so 40 Minuten Diskussion unter uns und dann 20 Minuten bei jedem Panel die Chance für Sie, um Fragen zu stellen. Man sagt mir immer in der Schweiz, ach, die Leute sind zu zurückhaltend, die stellen nie Fragen. Meine Erfahrung entspricht das nicht. Wenn heute eine Ausnahme wäre, ich hoffe es nicht, habe ich 10.000 Fragen in der Hintertasche. Also da gibt es kein Problem.
Wir haben auch zwei Kaffeepausen. Ich weiß, wie groß die Kaffeebedürftigkeit ist am Nachmittag. Ich bitte nur eins, bei der ersten Kaffeepause haben wir nur 15 Minuten, bei der zweiten Kaffeepause eine ganze halbe Stunde. 250 Leute innerhalb 15 Minuten mit Kaffee zu besorgen, ist nicht einfach. Ich werde Sie nur bitten, so schnell und diszipliniert wie möglich Ihre Kaffee bei der ersten Pause zu trinken. Für diejenigen, die Sorgen haben über Termine, Züge und so weiter, ich werde es versuchen, so diszipliniert wie möglich diese Veranstaltung zu führen, sodass wir halbwegs pünktlich für unser Apéro um 19.30 Uhr pünktlich sein können. Vielen Dank. So, unser ersten Panel heißt das Erfolgsmodell Schweiz und ihre seine Aussichten. Ich habe schon Masseneinwanderung erwähnt. Dafür müssen Sie noch auf Panel 2 warten, weil bei Panel 2 werden wir auf ausländischen Themen konzentrieren. Bei Panel 1 ist unser Fokus hauptsächlich über die Schweiz, die Geschichte und diese Erfolgsfaktoren, die Ernst gerade erwähnt hat. Dafür habe ich drei wirklich ausgezeichnete Gesprächspartner und ich werde Sie jetzt alle drei bitten, hier bei mir Platz zu nehmen. Aimo Brunetti, Thomas Knecht und Roger Nordmann. Ich werde dann die kurze Einführung machen. Ich sitze irgendwo in der Mitte. Gut. Aimo Brunetti, wie Sie wissen, meine Damen und Herren, ist jetzt Professor an der Uni Bern. Vorher war er einer der bestbekanntesten Beamten im Dienst der Schweizer Eidgenossenschaft bleibt jetzt eine ausgezeichnete Beobachter, ist immer Mitglied oder sogar Vorsitzender verschiedener Panels und Ausschüsse und Taskforce, Neudeutsch, stimmt auch. Thomas Knecht, langjährig war er Chef von McKinsey, diese amerikanische Beratungsfirma kennen Sie sicher alle, aber was ich nicht wusste, war er auch gleichzeitig bei seiner eigenen Familienfirma, die Knecht Holding, involviert. Nach seinem Abschied von McKinsey ist er Verwaltungsratspräsident von der Knecht Holding, ist jetzt hier nicht nur als ehemaliger Berater, aber auch als echter Hands-on-Unternehmer. Und last but not least, Roger Nordmann ist Nationalrat bei den SP und ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SP im Nationalrat. Der arme Herr Nordmann ist unser einziger Politiker heute. Ich werde versuchen, ihn sanft zu behandeln, aber ich kann das nicht sehen. Gut, dann fangen wir an. Aimo, ich werde mit Ihnen, wenn ich darf. Ernst Fehr hat eine sehr interessante historische Beschilderung gegeben, dass die Schweiz keine keine Ressourcen hatte, wussten wir, dass es kein Erdölland und so weiter und so fort. Aber die Wichtigkeit Patentrechts und 1907, wenn ich mich richtig erinnere, wusste ich nicht. Und hier bin ich wirklich neugierig. Fangen wir mit der Geschichte an. Habe ich die Schweiz immer falsch betrachtet? Und das ist wirklich kein Land der Initiatoren und Innovatoren, danke. Aber eher ein Kopierland. War die Schweiz im 19. und Anfang 20. Jahrhundert eine Art Südkorea derzeit? Und war vielleicht, was weiß ich, eine Nestlé eher die Samsungs ihrer Jahrhunderts? Also ich bin wirtschaftshistorisch nicht genug bewandert, um zu wissen, wie groß die relative Bedeutung ist. Aber das Argument ist natürlich, letztlich bei der Entwicklung eines Landes ist es immer so, dass sie gewisse Stufen durchlaufen und kein Land beginnt als reichstes Land. Und es ist klar, dass ein Land, das nicht an der Weltspitze ist im Reichtum, einen Teil seines Erfolges, und das ist durchaus auch legitim, der Imitation verdankt. Weil letztlich, ich meine, was treibt das Wirtschaftswachstum, die Produktivitätsentwicklung, die hängt sehr stark vom technischen Fortschritt ab. Und es ist einer der ganz großen Vorteile, und das geht zurück auf das, was meines Erachtens viel wichtiger ist, auf die internationale Integration, die Schweiz gehabt hat, dass man eben ausgesetzt ist immer den neuesten Technologien. Und das heißt eben, dass man gezwungen ist zu einem gewissen Grad, wenn man hier wettbewerbsfähig bleiben will, diese neuen Technologien zu brauchen. Und das heißt durchaus auch Imitation. Also alle erfolgreichen Länder haben erfolgreich imitiert. Wenn man dann natürlich mal an der Spitze ist, an der Weltspitze, dann wird das Imitieren schwieriger, dann wird es auch schwieriger, 10% Wachstumsraten zu haben, wie jetzt China oder andere Länder. Dann muss man einen großen Teil der Innovation selber machen. Und
natürlich ändert sich dann auch die Einstellung zu Patentrecht relativ deutlich. Ich will niemand bei der Firma Samsung, falls jemand heute dabei ist, beleidigen. Aber es ist eine interessante Debatte in der Tat, ob es wichtiger ist, echter Innovator zu sein oder der sogenannte Fast Follower, der Nummer zwei, der das irgendwie aber besser macht. Das ist eine interessante ökonomische auch, Debatte. Aber vielleicht kurz, ich bleibe bei Ihnen und dann zu Thomas Knecht. Unter den Faktoren, die Ernst erwähnt hat, diese bekannten historischen Faktoren, die die Schweiz geholfen hat. Ich habe die auch in den verschiedenen Büchern gelesen. Ich bin interessiert, obwohl Sie keine Wirtschaftshistoriker sind, Sie sind Pragmatiker. Ist da ein Gegensatz? Nicht unbedingt. Stimmen Sie zu diesen, also man spricht immer Neutralität, keine Kriege, offene Grenzen, Freihandel. Okay, für Sie, gibt es irgendeine Elemente, die vielleicht zu stark betont sind oder anderen Elementen, die für Sie vielleicht wichtiger sind, als man in den Standard-Textbüchern liest? Oder ist diese Darstellung plus minus korrekt? Also ich hätte es im Prinzip ähnlich dargestellt. Wenn ich wirklich die langfristige Entwicklung anschaue der Schweiz, dann sind es ganz sicher diese Faktoren, die entscheidend sind. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, die Offenheit, die fast erzwungene Offenheit, dass so kleines Land ohne eigentlich starke Rohstoffe, diese Offenheit und die Nähe auch von relativ starken Handelspartnern, die hat der Schweiz sicher besonders stark geholfen. Aber es war sicher diese Mischung aus den verschiedenen Faktoren, die genannt wurden im Einführungsstatement. Vielleicht, wenn wir etwas die neue Wirtschaftsgeschichte, die schauen wir vielleicht später noch an, wenn wir jetzt die längerfristige betrachten. Danke. Thomas Knecht, die gleiche Frage ungefähr an Sie. Vor ein paar Jahren war ich bei großen Jubiläen von vielen bekannten oder einiger bekannten Schweizer Unternehmen eingeladen worden. Ist es weg? Ist es okay? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber ich vergesse genau, wie alt die Knecht Holding ist. Den Jubiläum für 100 Jahre habe ich noch nicht, also die Einladung ist noch nicht gekommen. Ist das ein Versäumnis Ihrer Unternehmen oder ist es, weil das Unternehmen nicht ganz so alt ist? Nein, die kann ich leider nicht mehr schicken. Das hat vor 4 Jahren stattgefunden. Oh. Too bad. Okay. Ich habe mir gesagt, es ist eher ein Nachkriegsunternehmen. Ich hätte das besser wissen sollen. Aber wenn Sie dank dieser langen Geschichte, 104 Jahren dann, Geschichte als Familienunternehmen betrachten, wie würden Sie tatsächlich diese Erfolgsfaktoren in eine gewisse Prioritätsliste setzen als Unternehmer? Ich denke, was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat bei dieser Darstellung, ist der ganze Aspekt, also Weltoffenheit, ja. Wir haben auch immer einen sehr liberalen Arbeitsmarkt gehabt, der nicht reguliert war, viel weniger als im Ausland. Wir hatten, ich würde eben sagen, Lean Government. Mhm. Wir hatten keinen großen Regierungswasserkopf, es war immer sehr schlank. Und mir fehlt auch der Aspekt Governance. Ich glaube, die Kombination direkte Demokratie, Konkordanz, hat uns eine Stabilität gegeben, die für den Investor berechenbar war. Es war ein berechenbares Geschäftsklima und es hat für Kontinuität gesorgt, was auch für den Investor gut ist. Und ich denke, der ganze Aspekt Milizsystem, also das Einbinden der Leute in die Entscheidungsprozesse, 2, 3 Jobs praktisch im gleichen Moment, auch die Politiker, jedenfalls früher, hatten ja immer noch einen richtigen Job, wenn ich das so sagen darf. Also dieses Interwoven, würde man auf Englisch sagen, das gab uns, glaube ich, eine Stabilität, die dem Ganzen sehr förderlich war. Okay, die Verflechtung also war sehr wichtig. Roger Nordmann, ich werde jetzt versuchen, ein bisschen zu provozieren, schauen wir, ob es gelingt oder nicht. Viele würden sagen, wenn man die Textbücher liest, Neutralität, Stabilität, keine Kriege. Ich glaube, zwischen den Zeilen liest man, dass die Politik in der Schweiz, ja, wie soll ich es sagen, gütig, eher harmlos war im Vergleich mit anderen Ländern, dass man keine ständigen Hin und Zurück zwischen Regierung und Opposition, dank Konsens und Zauberformel, vielleicht auch dank der Tatsache, dass eine Partei sehr, sehr lang fast die Regierungspartei war und dass diese Partei sehr nah an Industrie und Finanzwesen war, hat eventuell die Schweiz sehr geholfen in ihrer industriellen und wirtschaftlichen Aufstieg. Glauben Sie, dass diese Inaktivität der Politik auch ein Erfolgsfaktor war? Die Schweizer Politik war nicht immer inaktiv, aber sicher, weil Sie sprechen die FDP an, ja, sicher hat die FDP eine sehr große Rolle gespielt. Und einer der Probleme ist, dass sie nicht mehr fähig ist,
heutzutage diese Rolle zu spielen und eigentlich das Recht sich die Deutung so weit verschoben hat in Richtung SVP. Und die FDP ist auch nicht mehr so relevant für Mehrheiten im Parlament, ist eigentlich leider oft im Schlepptau der SVP. Und es ist auch sehr schwierig, neu mit dieser Partei zu verhandeln. Was zu Zeiten, wo die FDP sehr dominant war, hatte sie 7 Leute im Bundesrat, war es auch eine Partei mit einer starken Programmatik eigentlich und nicht staatsfeindlich. Sie hat den Staat ja aufgebaut. Und das hat auch geholfen. Und jetzt in den kritischen Fragen ist gerade diese institutionelle Problematik, dass die Schweiz nicht fähig ist, eine Perspektive zu zeichnen. Man macht immer den Kompromiss vor der Auseinandersetzung in der Schweizer Politik. Und das ist nicht immer im Dienst der Sache. Aber vielleicht die größte Schwierigkeit, die wir jetzt haben, ist, dass es keine Unterscheidung mehr zwischen Innenpolitik, bewährt und bekannt, und Außenpolitik. Mhm. Deshalb ist die Zweiteilung der heutigen Debatte ein bisschen künstlich, weil quasi mit der Kleinschreibung der Politik im Inneren hat man gesagt, nach außen gibt es sowieso keine politische Dimension, und das rächt sich brutal. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für unserem Land. Man hat der Bevölkerung gesagt, und ich glaube das, dass eigentlich, dass sie alles machen will, was sie kann. Man kann wirtschaftlich globalisiert sein, ohne diese Dimension politisch zu betreuen. Und es hat sich brutal gerecht am 9.2. Wir werden zwangsläufig zur Politik zurückkommen. Ich werde versuchen, diese künstliche Zweiteilung noch zu behalten. Schauen wir, ob es mir gelingt oder nicht. Ich hoffe vielleicht, dass Sie, wenn Sie nach der Kaffeepause noch hier sind, auch als Mitglied den Zuschauern, dass wir noch auf Sie kommen können, um hier und da ein gewisses politisches Echo von Ihnen auch zu bekommen. Mhm. Würde mich sehr freuen, wenn es möglich wäre. Aimo, ich komme zu Ihnen zurück. Bleiben wir noch bei Wirtschaft und einen Augenblick bei Theorie und Wettbewerbsfaktoren. Man sieht die jährlichen Studien bei dem WEF über Wettbewerbsfähigkeit, und die Schweiz ist immer entweder Nummer 1, Nummer 2 mit Singapur und die auch bekannten Verdächtigen wie Kanada und Neuseeland und was weiß ich. Ich wollte Sie jetzt als bekannter Ökonom fragen, diese Wettbewerbsfaktoren, die traditionell so lange für die Schweiz gesprochen haben, gibt es da irgendeine Dynamik oder aus Ihrer Sicht als reiner jetzt Akademiker, ist das so geblieben und sieht es aus, dass es so bleiben wird, die Faktoren, die immer so wichtig waren? Ich glaube definitiv, dass die so wichtig bleiben werden. Also es gab ja auch bei der Finanzkrise, sagte man, das Problem ist, wenn Finanzkrisen entstehen dann, wenn die Leute das Gefühl haben, jetzt ist alles anders, this time is different, andere Faktoren sind bedeutend. Ich glaube, das gilt für die Wirtschaftspolitik genauso. Also eine gute Wirtschaftspolitik, das wird sich nicht ändern. Ich meine, die Globalisierung ist sehr stark vorangeschritten. Es sind die gleichen Faktoren, die heute noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Es ist die Kombination aus eben, wir haben die Faktoren gehört, was sicher für die Schweiz ganz speziell wichtig war. Sie haben es auch angesprochen, der sehr liberale Arbeitsmarkt, gleichzeitig eine soziale Sicherheit, die das eigentlich abstützt. Dann letztlich eben die Zurückhaltung des Staates. Wir haben nie eine große Industriepolitik in der Schweiz betrieben, was ich glaube, ist weniger wichtig, weil wegen der einzelnen Industriepolitik, also der Mindset dahinter. Der Mindset in der Schweiz ist im Wesentlichen, man setzt die Rahmenbedingungen und dann ist es die Sache der Industrie festzulegen, in welche Richtung man geht. Und der Staat hat eigentlich nicht die Aufgabe, in einer Wachstums- oder Industriepolitik festzulegen, was sind die Zukunftsfaktoren. Und das schafft einfach eine gewisse innovative Dynamik, die sehr geholfen hat, dann kombiniert mit der Offenheit, kombiniert mit der sehr guten Ausbildung, mit der großen Stabilität. Diese Faktoren, die kommen seit Jahren in diesen Rankings, die werden auch in 20 Jahren noch in diesen Rankings eine wichtige Rolle spielen. Okay, es ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied zum Pulverismus in Frankreich oder zum traditionell jetzt weniger der Fall Stop-Start in Großbritannien. Eine Partei kam an die Macht und machte genau das Gegenteil von dem Vorgänger und so weiter und so fort. Genau, ich glaube, die politische Stabilität wird immer genannt. Man muss natürlich sehen, eine politische Stabilität ist eine zweischneidige Sache. Sie hat große Vorteile, dass sie die Vorhersehbarkeit bringt.
ein so stabiles System hat das Problem, dass wenn man sehr schnell reagieren muss auf gewisse Herausforderungen, ist es schwierig. Also es gibt einen Trade-off zwischen Stabilität und Flexibilität. Das darf man auch nie ganz vergessen. Und die Schweiz hatte auch schon Phasen, nach dem EWR-Nein zum Beispiel, wo sie wirklich herausgefordert war durch die plötzliche Dynamik in der EU und es einfach lang gegangen war, bis man in dem System eine Antwort gefunden hat. Also es gibt auch Nachteile der Stabilität, das muss man auch sehen. Thomas Knecht, als Sie als Berater und jetzt als Unternehmer mit anderen Unternehmen sprechen müsstest und, was weiß ich, in den McKinsey-Zeiten sagen müsstest, ja, es gibt diesen Standort, es gibt jenen Standort, wo sollen Sie Ihr neue Hauptquartier oder Ihr neues Forschungszentrum oder was weiß ich niederlassen. Die Argumente für die Schweiz waren sehr stark. Aimo hat eher über die Theorie gesprochen, diese Wettbewerbsvorteile, auch aus praktischer Sicht. Sind Sie so stark wie je zuvor und sieht es so aus, als Sie so stark bleiben werden? Also ich denke, wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass in gewissen Bereichen eine negative Dynamik besteht. Ich will da nicht insgesamt auf Pessimismus machen, aber ich denke... Habe ich jetzt endlich Bad News? Vielleicht. Exogen, die Neutralität ist nicht mehr das, was sie war, mit dem Verschwinden der zwei Blöcke. Wir haben ein multipolares System heute. Ich denke, das Bankgeheimnis hat den Banken über lange Zeit gedient. Es ist nicht mehr, was es einst war. Wenn ich Endogenes anschaue, denke ich schon, der Arbeitsmarkt, der war früher extrem liberal. Er ist mit jedem Tag ein bisschen näher dem EU-Arbeitsmarkt. Wir übernehmen EU-Arbeitsrecht. Wenn Sie den beiden Juristen schauen, haben die Arbeitsrechtler Boom. Lean Government würde ich nicht mehr unbedingt sagen, was wir heute antreffen. Government und vielleicht Gesundheitswesen, wenn man es zusammennimmt, haben die höchsten Zuwachsraten. Ich denke, das Milizsystem kommt da und dort an seine Grenzen. Wenn Sie heute die Politiker anschauen, sind das meistens de facto Berufspolitiker. Und ich denke, die soziale Kohäsion ist nicht mehr das, was sie einmal war. Ich habe eine Frage. Das ist gerade, was ich Sie fragen wollte, aber wollen Sie zuerst unterbrechen? Nein, ich habe eine Frage an Herrn Knecht. Gehen Sie zum Amateurarzt und zum Amateuranwalt, wenn Sie ein Problem haben? Nein, ich hoffe nicht, dass auch früher die Ärzte Amateure waren. Nein, sie waren sind schon lange beruflich volltätig. Aber wollen Sie weiterhin das Schicksal des Landes vollständig Amateurpolitiker geben? Nein, ich denke nur, es hat uns nicht schlecht gedient, dass der eine oder andere Politiker noch einen, sage ich mal, Beruf hatte, wo er unter die Leute kam, das tägliche Leben, die täglichen Sorgen der Leute eins zu eins erleben musste und nicht einfach über Berichte, dass es vielleicht nicht so gut geht, sondern eben selber im Wettbewerbsumfeld stand. Ich denke, das hat uns nicht schlecht getan. Ich will nicht leugnen, dass der Job anspruchsvoller geworden ist. Das attestiere ich Ihnen durchaus. Aber jetzt habe ich die Frage an Sie. Aber danke für die Unterbrechung, weil auch ein Gedankenspiel. Wenn die traditionellen wirtschaftlichen, ökonomischen Wettbewerbsfaktoren plus minus ähnlich sind. Was hat sich dann in der Schweiz geändert? Weil etwas hat sich in diesem Land, ich bin 10 Jahre hier, was schon relativ lang ist, geändert. Irgendwie, ich finde, dass die Atmosphäre heute nicht ganz das war als das, was ich 2003 hier fand. Es gibt eine größere Unzufriedenheit. Irgendwie ist die Gesellschaft nicht ganz so stabil. Ich weiß es nicht. Würden Sie das erstens befürworten und zweitens, wenn ja, wo sehen Sie die Faktoren? Ist es nur wegen der Finanzkrise oder ist es viel breiter? Nein, es ist, glaube ich, breiter. Einer der Faktoren ist die ungleiche Entwicklung der Einkommen. Die Tatsache, dass eine kleine Gruppe enorm steigende Einkommen hat, wo das Mittelfeld eigentlich stagnierende Einkommen hat oder stagnierende Kaufkraft, ist nicht ausgezeichnet. Das gehört auch zur Demokratie. Mhm. Demokratie ist nicht nur ein formelles Entscheidungssystem. Demokratie ist ein Wertsystem. Demokratie ist auch eine Teilung nicht nur der Macht, sondern der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und man spricht von Demokratisation des Etudes zum Beispiel. Mhm. Und da orte ich ein Problem. Das andere Hauptproblem aus meiner Sicht ist die paranoide Entwicklung gegen den Ausland, gegenüber der EU und gegenüber den Ausländern. Mhm. Und wir sind in einer kollektiven Wahn quasi zerfallen.
Wir glauben, dass alle unsere Probleme von außen kommen, obwohl eigentlich die Schweiz enorm viel am Austausch verdient. Wir glauben, dass die Ausländer ein Riesenproblem sind, überall, obwohl die massenweise an der Wirtschaftsleistung der Schweiz beitragen und auch einer der einzigen Länder mit einem ungefähren Gleichgewicht in der Sozialpolitik oder beziehungsweise im Pensionssystem haben. Das ist wegen dem Nettobeitrag der Ausländer. Und trotzdem haben wir dieses Problem. Und ich glaube, wir haben wirklich ein Problem unserer Landesidentität, unserer politischen Identität. Wir haben eine Erbe quasi, eine traditionelle Erbe, Dorfsicht, Milizpolitik, Grenze, das Größte ist bis an der Landesgrenze, nachher ist außen und wir verstehen nicht, was außen passiert, dass es eine europäische Integration gibt, eine wirtschaftliche, weltweite Integration gibt. Und als Reaktion, anstatt das zu verstehen, zu verdauen, einzubauen in der politischen Kultur, in der Handlungsweise, hat eine Partei beschlossen, daraus politisches Kapital zu schlagen, das ist der SVP. Und ich behaupte, dass die SVP diesem Land massiv, massiv schadet. Und niemand hat für möglich gehalten, dass diese Initiative dann angenommen wird, letztlich diese am 9. Februar. Und sie ist gerade wegen dieser Hetzstimmung seit 10 Jahren angenommen worden. Und ich glaube wirklich, dass es ein Unbehagen gibt in dem Sinne. Okay, danke. Ich werde beiden jetzt die gleiche Frage stellen, aber ich weiß, dass Sie direkt auch dazu kommen wollen. Zuerst aber allgemeine und dann präzise. Einmal, ich fange mit Ihnen an. Als Sie bei der SECO waren, man machte viele Studien, Arbeitslosigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, was weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob man auch Studien, ich vermute nicht, über die Stimmung in der Bevölkerung machte. Meines Erachtens als Ausländer, aber ein Ausländer, der einige Jahre hier gewesen ist, ist, dass diese Stimmung sich tatsächlich verschlechtert hat. Obwohl die Schweiz eine relativ gute Krise gehabt hat im Vergleich mit allen Nachbarländern. Vielleicht sind Sie nicht d'accord mit Herrn Nordmann über die Gründe oder nur einigermaßen, aber sind Sie auch mindestens einverstanden, dass die Stimmung sich tatsächlich verändert hat und eher negativ? Ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, ich habe eher den Eindruck, wenn ich etwas die jetzt auch die Abstimmung und die Entwicklung in letzter Zeit anschaue, es ist eher ein bisschen das Problem, dass wir uns überschätzen. Oder dass gerade weil die Schweiz eine sehr, sehr gute Krise hat im Vergleich zu anderen Ländern. Wir müssen nur über die Grenzen schauen, da sehen wir Probleme auf den Arbeitsmärkten, bei den öffentlichen Finanzen, bei der Regulierung und so weiter. Ich habe einfach den Eindruck, die Gefahr ist groß, dass die Schweiz wieder in das alte Muster der 70er, 80er Jahre zurückfällt, wo sie den Eindruck hat, sie sind sowieso das beste und reichste Land weltweit und macht es besser grundsätzlich als die anderen Länder und kann sich deshalb auch mal leisten, etwas wie eine Abschottung am 9. Februar, hoffentlich nicht die Mindestlohninitiative auch noch, dass man sich sowas leisten kann. Ich glaube, es ist nicht eine Unzufriedenheit. Man muss es ja immer relativ anschauen. Relativ zu anderen Ländern gibt es jetzt wirklich keinen Grund in der Schweiz, wirtschaftliche Unzufriedenheit zu haben. Mhm. Ich glaube, es ist eher eine gewisse Selbstüberschätzung. Okay. Thomas, mein Deutsch ist immer verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig. Aber eine der Worte, die ich in den letzten Monaten oder letzten Jahren gelernt habe, ist Gerechtigkeitslücke. Das dank meiner deutschen Kollegen. Es ist total unübersetzbar auf Englisch. Die haben manchmal es versucht. Aber Gerechtigkeit war mindestens in der Schweiz ein Wort, was man nicht sehr oft las. Oder Gerechtigkeitslücke noch weniger. Aber mein Eindruck ist, Herr Nordmann hat das gerade sehr rhetorisch auch dargestellt, dass Gerechtigkeit irgendwie in der Schweiz auch ein Issue in den letzten Jahren geworden ist. Ja, aber wenn ich vielleicht zurückkomme. Ja, kommen Sie zurück und beantworten dann die Frage. Was Herr Nordmann sagt. Ich habe eine etwas andere Deutung der Situation. Zum einen ist es so, dass wir tatsächlich eine sehr hohe Kaufkraft haben. Das kann man mit allerhand Statistiken belegen. Wenn Sie Big Mac-Statistik anschauen, wenn Sie sich fragen, was ein Standard, sagen wir mal, ein genormter Beruf praktisch, Sozialarbeiterin, oder ein Lehrer, ein Professor in der Schweiz verdient und sonst. Und dann schauen, wie lange muss er arbeiten, bis er einen iPhone kaufen kann oder eine Swatch oder einen Kleinkar. Da kommen Sie auf verrückte Dimensionen, Faktor 2, 3, 4 in Europa. Also es geht uns in diesem Sinne doch sehr gut. Auf der anderen Seite sehe ich, dass in den letzten paar Jahren eigentlich die Einkommen pro Kopf eher stagniert haben. Also BIP pro Kopf ist nicht mehr gewachsen. Das erklärt für mich, dass wir in den letzten 3, 4 Jahren nicht mehr eine Diskussion haben, wie können wir Werte schaffen, sondern wie können wir Werte neu verteilen. Es ist diese Umverteilungsdiskussion, die entstanden ist.
die vielleicht nicht ganz zufällig ist, sondern die Leute sehen, es geht ihnen zwar sehr, sehr gut immer noch, aber nicht mehr so viel besser pro rata temporis wie früher. Und deshalb kommen so Aspekte auf wie, es geht mir zwar sehr gut, aber der verdient noch viel mehr als ich und ist es eigentlich gerecht? Ich denke, wenn ich noch die eigene gleiche Dynamik hätte, würde ich die Frage vielleicht ein bisschen weniger stellen. Also wir sehen eine mangelnde Dynamik bei den personellen Einkommen. Glaube ich, das hat auch dazu geführt, dass die Leute sich eher zum Thema Umverteilung äußern. Okay, alle drei von Ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe, etwas weniger, etwas mehr, würden zustimmen, dass die Unmut, die Unzufriedenheit zugenommen hat und dass vielleicht Initiativen wie Minder 1,12, Mindestlohn, Ecopop ein Ausdruck dieser Unzufriedenheit sind, obwohl alle von Ihnen unterschiedliche Betonungen setzen würden über die Begründung von dieser Unmut. Die Frage ist ein bisschen jetzt über auch die Institutionen, weil als ich hierher kam, natürlich die direkte Demokratie war für mich mindestens was Neues. Viele, alle fast, loben die direkte Demokratie. Alle sagen, es ist ganz gut. Vielleicht funktioniert es besser in ein eher kleineres, homogenes Land als anderswo. Das kann man diskutieren. Aber es gibt, ich habe sogar mehr als einmal gelesen, jetzt auch Stimmen, die sagen, man übertreibt. Es ist fast so einfach, jetzt eine Volksabstimmung zu organisieren, 100.000 Unterschriften. Man sieht genau, was mit einem nach den anderen, nach den anderen, dass man fast die, nicht nur das Image der Schweiz, aber auch das Leben komplizierter geworden ist und nicht unbedingt positiv durch diese ständigen Initiativen. Sie würden sagen, dass die Initiativen vollkommen in Ordnung sind. Gehe ich davon aus, oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Bitte? Nein. Zuerst eine allgemeine Bemerkung. Es gibt, man freut sich oft nach Volksinitiativen, ob abgelehnt oder angenommen, dass die Debatte stattgefunden hat. Man stellt nie die Frage, ist die Gesellschaft vorwärts gekommen durch diese Debatte oder war das nur ein Selbstquälen? Das ist eine erste Frage, die ich stelle. Für mich ist es oft nicht so klar. Und dass jede Initiative die Gesellschaft vorwärts bringt, ist nicht so klar. Der zweite Punkt ist, eine Volksabstimmung ist ein Akt als Organ des Staates. Der Volk ist nicht allmächtig, ist nicht Ludwig XIV. Der Volk ist ein, wenn er abstimmt, ist ein Volk, ist ein Organ des Staates, muss sich an übergeordnete Regeln, an der eigenen Verfassung, an den internationalen Verträgen, die unterschrieben sind, und auch am Kerngehalt der Grundrechte. Und gerade das funktioniert jetzt nicht mehr. Und es ist nicht erstaunlich, welche Initiative angenommen werden, wenn Sie anschauen, sind immer Initiativen, die eine Kategorie nagelt und diskriminiert. Und die Kategorie muss eine Bevölkerungskategorie sein, die muss klein, eng sein, diese Kategorie, und geeignet für ein Bashing. Und das ist eigentlich eine sehr schlechte Entwicklung. Es ist nicht mehr die Volksinitiative als Element der Innovation. Das Referendum hat weniger das Problem, weil vorher vor dem Referendum eigentlich eine politische Diskussion stattgefunden hat, im Parlament überall, sodass die Argumente wirklich getestet wurden. Aber die Initiative funktioniert immer mehr putschartig und produziert auch teilweise erratische Resultate oder Resultate, für denen man sich schämt. Und damit die direkte Demokratie funktioniert, braucht es ein hohes Niveau an politischer Kultur, an Verständnis. Zwei Beispiele dafür. Ganz klar, die Grundrechte. Die Mehrheit darf die Grundrechte einer Minderheit nicht verletzen. Grundrechte gehören respektiert. Selbst wenn man die Verfassung ändert, darf man diese Grundrechte nicht antasten. Und darum haben die Deutschen auch einen Kern der Verfassung, das nicht veränderbar ist an Grundrechte. Und das ist richtig. Die Deutschen machen es richtig. Und der zweite Punkt ist das Verständnis dieser internationalen Dimension. Das ist, wenn man sich verpflichtet gegenüber einem anderen Staat oder gar an einer Staatsgemeinschaft teilhaben will, ob als Mitglied oder als Assoziiert wie die Schweiz, muss man gewisse Spielregeln annehmen. Und das gilt auch für das Volksorgan, für das Demokratieorgan Volks. Und wenn das Volk, das nicht will, dann sind die Ergebnisse schwierig. Und das Verständnis
dieser Elemente fehlt immer mehr, finde ich. Okay, danke. Die gleiche Frage stelle ich an die beiden anderen. Also Initiative, Referendum als Instrument, was immer nützlich ist als soziales, was weiß ich, also Mittel, um den Unmut zu transferieren, aber irgendwie jetzt in Missbrauch, zunehmend in Missbrauch kommt? Also ich denke, es sind an sich sehr nützliche Instrumente. Wir haben aber verpasst, diese zu modernisieren. Wir haben immer noch die gleichen Unterschriftszahlen wie vor 30, 40 Jahren. Und das hätte man jetzt hören sollen, ist denn? Und ein zweites Element, wir leben im Internetzeitalter. Es ist viel leichter, Unterschriften schneller zu kriegen. Mhm. Und ich habe immer noch die gleich lange Zeitdauer, um eine Initiative zustande zu bringen. Das sind zwei Dimensionen, die man sich überlegen müsste. Wir wollen ja nicht mit einem an sich guten Instrument teilweise einen Regierungsapparat lähmen, was wir heute zum Teil tun, wenn wir alle drei, vier... Weil die sind eher Hindernisse, oder die könnten zunehmend Hindernisse werden, sagen wir es. Ja, und man müsste auch postfestum sagen, es gibt welche, die gehören vors Volk, auch wenn man die Abstimmungsresultate anschaut. Andere sind so eindeutig, dass man sich fragen muss, wieso haben wir Souverän und Regierung bemüht, sich damit zu beschäftigen, Pro und Con zu schreiben. Am Ende kommt ein extrem eindeutiges Resultat heraus. Die beiden Vorredner haben ganz andere, unterschiedliche politische Meinungen, aber sind einverstanden über diese Reformbedürftigkeit bei Initiativen. Aimo Brunetti, was meinen Sie? Ja, ich bin also außerordentlich erfreut über diese zwei Statements, weil normalerweise, wenn man über die Initiative und Referendum spricht in der Schweiz, dann ist das einfach heilig gesprochen. Ja. Und das, wenn man etwas Kritisches sagt, dann ist man gleich gegen die Demokratie. Ich übertreibe mal etwas, aber es ist wirklich so. Ich glaube wirklich, es wäre ja Zufall, wenn die Schweiz gerade das Nirvana der politischen Systeme gefunden hätte. Logischerweise gibt es auch bei den Initiativen und Referendum gibt es gewisse Probleme, gibt es möglicherweise Reformbedarf. Ich bin mit vielen einverstanden, was gesagt wurde. Vielleicht wenn man es pragmatisch anschaut, wird es natürlich unglaublich schwierig, das zu ändern, weil es braucht gerade die Instrumente, die man ändern möchte, um sie zu ändern. Also es braucht ein Volksmehr, um das Initiativreferendumsrecht zu verändern. Und das wird außerordentlich schwierig sein, das hinzukriegen. Aber ich glaube, man kann nur schon mal gewisse grundsätzliche Dinge sich fragen. Zum Beispiel nehmen wir den 9. Februar. Oder was das große Problem für mich war zu einem gewissen Grad, ist, dass es relativ einfach ist, irgendwas in die Verfassung reinzuschreiben und zu sagen, die Umsetzung, die kann dann irgendjemand sonst machen. Es ist mir klar, dass man ein Initiativkomitee nicht dazu zwingen kann, einen ausformulierten Gesetzes- und Verordnungstext zu machen. Aber ein bisschen konkreter zu sagen, was man eigentlich möchte und nicht zu sagen, das machen wir dann alles, nachdem es in der Verfassung drinsteht. Das schien mir schon eine überlegenswerte Sache. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich, das wurde auch gesagt, man muss die Initiative auch wirklich ernst nehmen, oder? Weil ich war kürzlich an einem Podium über das bedingungslose Grundeinkommen und die Befürworter sagten, ich übersetze jetzt etwas. Wir glauben nicht, dass das durchkommt. Wir wollen das eigentlich auch gar nicht. Wir wollen einfach eine Diskussion in Gang setzen. Gut, ich habe in Bern gearbeitet. Was das heißt, ist, eine ganze Maschinerie wird in Gang gesetzt. Ja. Man muss eine Botschaft verfassen. Es braucht eine Parlamentsdebatte. Es braucht die ganze Abstimmungskampagne. Ich glaube, das muss man einfach berücksichtigen, dass man das überfordert, das Instrument, wenn man praktisch in Wochentakt neue Vorschläge machen kann. Und deshalb wären natürlich Dinge wie Unterschriftenzahlen wären sehr bedenkenswert. Aber wie man das ändern soll, das ist mir unklar. Okay. Ich bin sehr interessiert, dass Sie die bedingungslose Einkommen erwähnt haben. Ich habe neulich darüber was schreiben müssen. Es war auch als einmaliger Volkswirt etwas, was ich wirklich nicht kannte. Und dass dieser Vorschlag sogar aus der Schweiz kam, hat mich total überrascht. Aber ist vielleicht ein Zeichen, von wie die Schweiz sich für unterschiedlichen Gründen sich entwickelt. Meine Damen und Herren, ich will nicht jetzt strapazieren, wir werden langsam zu Fragen und Antworten kommen, aber es gibt noch zwei Themen, die ich gerne einführen wollte, bevor wir dann für unser Q&A dann Zeit haben. Ich mache einen kleinen Themenwechsel, weil ich muss hier auch alles reinbringen. Thomas Knecht, Sie haben als Unternehmer mehr als einmal Lean Government gesagt. Ernst hat es auch in seiner Rede erwähnt. Das war sicher, also historisch betrachtet, einer der Vorteile, hat dieser liberale politische System viel geholfen, mindestens in einer gewissen Anfangsphase. Es gibt jetzt viele, und nicht nur im Finanzbereich, die behaupten, dass man von Lean Government zu Over Government wechselt. Ich fange selbstverständlich mit Herrn Nordmann an, oder vielleicht soll ich mit Ihnen anfangen und dann an Herrn Nordmann überlassen. Sagen Sie zwei Worte als Unternehmer zur Regulierung. Sie sind nicht aus dem Finanzwelt, Sie kommen eher aus der Industrie- oder Reisewelt, aber Sie haben hier klar starke Meinungen. Also ich denke,
hat ja generell viel geholfen, dass eigentlich die Regierung früher so nach diesem Subsidiaritätsprinzip funktioniert hat. Man hat die Sachen dorthin delegiert, wo die Nähe zur Front am größten ist und auch Kompetenz besteht. Da sehe ich schon gewisse Tendenzen, mehr und mehr zu zentralisieren. Es ist noch nicht so in Frankreich, wo alles über Paris läuft, aber mehr und mehr geht über Bern, auch wenn sie zum Teil auch ungewollt von der Regierung, aber als Folge von gewissen Initiativen wie Zweitwohnung und so weiter, wo eigentlich eine Gesamtschweizer Perspektive eingenommen wird. Insofern ist es tatsächlich so, dass die Regulierung eigentlich viel mehr Bereiche durchdringt als früher und dem Unternehmer da und dort große Kosten auferlegt, die vielleicht so nicht sein müssten. Eine Verteidigung von Regulierung und von Bern oder nicht unbedingt? Ja. Es also, hat zugenommen auf jeden Fall und nicht nur im Finanzbereich. Man sagt, im Finanzbereich gibt es klare Gründe, warum man jetzt mehr reguliert als vor 10 Jahren. Die Finanzbranche selber hat mit ihrem Verhalten und mangelndem Ethos und Selbstbeherrschung hat das ausgelöst. Das ist nicht, ich habe keine Lust, die Löhne der FINMA-Mitarbeiter in diesem Ausmaß zahlen zu müssen, jedes Jahr im Budget, weil man die Finanzwelt einfach überwachen muss. Aber das ist nicht meine Spezialität. Nein, Sie nehmen das Beispiel Frankreich und es ist sehr interessant. Letzte Woche hat der neue Premierminister angekündigt, er wird die Anzahl der Regionen durch 2 teilen, weil sie den sogenannten Millefeuille, also die Überlappung von wie die Patisserie, die Überlappung von Schichten vereinfachen will und er will funktionsfähige Regionen. Und gerade das haben wir nicht in der Schweiz, wir haben viel zu kleine Kantone, das gehört zu den Tabu. Der letzte, der etwas in der Schweiz geändert hat, war ein Franzose, Napoleon. Er hat das ist so. Sie lachen, aber es ist so. Es gibt nicht zu lachen, es ist reine geschichtliche Fakten. Und wir haben uns nie den Nebenumständen angepasst. Und jetzt ist die Schweizer Politik voll von Politiken, die nicht mehr durch Parlamenten beschlossen werden, sondern durch Exekutiv überlappend, Gemeinde überlappend oder Kantonsüberlappend, die nicht keiner Kontrolle unterstehen, somit eigentlich, und wo die Effekte dieser Politik und der Kreis der Finanzierer nicht übereinstimmen. So ein Overspiel. Und diese Lage ist eigentlich sehr ungünstig und meine Behauptung ist, wir haben relativ uneffiziente lokale Strukturen und es wäre an der Zeit, die Anzahl Kantone drastisch zu reduzieren, vielleicht zu 7, und die Gemeinde größer zu machen. Weil auch in der lokalen Gemeindepolitik, auch in einer 2000 Gemeinde, ist jetzt die Politik all professionell geworden, weil es ist einfach, vieles ist einfach de facto komplizierter. Und wenn es schon professionalisiert ist, müsste man eigentlich die Skaleneffekte bringen. Und ich gebe ein letztes Beispiel. Es ist die Wirtschaft, die nach einheitlicher Regulierung schreit. Im Bereich Energiepolitik, wo ich tätig bin, sind eigentlich die Wärmedämmungsvorschriften und die Heizungsvorschriften sind eigentlich kantonale Hoheit. Natürlich traben immer die Regierungsräte nach Bern, um ihre Hoheit zu verteidigen, aber sie nützen ihre Hoheit nicht wirklich, sind immer 10 Jahre später verspätet auf die Technik, obwohl man das anders machen könnte. Zweitens beschließen sie in einem langwierigen Konferenzverfahren der Energiedirektorenkonferenz die Normen, die dann jede Regierung in einem Gesetz, kantonalen Gesetz ummünzt oder in einer Verordnung, meistens muss das noch durch das kantonale Parlament. Es ist völlig ineffizient. Am Ende ist es doch ein bisschen anders überall. Als Unternehmer werden Sie wahnsinnig, weil wenn Sie die Förderprogramme in Anspruch nehmen wollen oder nur schon die Norm einhalten wollen, die Pflicht ist bei einer Vollrenovation, dann wissen Sie nicht, wie zu tun. Und bei mir in der Wart geht das noch. Es hat eine gewisse Größe, bei Ihnen in Zürich schon, aber wenn Sie das in der Innerschweiz machen, werden Sie wahnsinnig. Also wir haben Strukturen, die nicht mehr mit dem realen Leben übereinstimmen. Also ich wollte was sagen, aber mein Beitrag ist nicht wichtig, bitte. Nein, ich wollte nur sagen, also es ist nicht nur in Frankreich natürlich, Matteo Renzi jetzt als neuer Premierminister in Italien, genau die gleiche Idee. Obwohl man in der Schweiz, ich lese das mit Interesse, vielleicht nicht schnell genug, Gemeindefusionen sind in der Tat ein Thema, da gibt es keinen Zweifel. Vielleicht zu langsam aus Ihrer Sicht, aber es geht. Pardon, Aimo. Vielleicht einfach, ich meine, wir haben einen Faktor nicht erwähnt unter den Stärken der Schweiz und das ist der Föderalismus. Also ich bin jetzt da, ich meine, Skaleneffekte in Ehren, das spielt sicher in gewissen Bereichen eine Rolle. Aber ein großer Vorteil ist natürlich, dass man einen starken Wettbewerb hat. Es gibt eben die Kontrolle über den Wettbewerb der Standorte. Also ich wäre sehr
zurückhaltend, einfach generell zu sagen, wir müssen mehr zentralisieren, wir müssen größere Einheiten in der Schweiz bilden. Da gibt es wirklich sehr gute Argumente auch für den Föderalismus. Oder? Also es ist, ich glaube, ich wollte das einfach noch einfügen. Darf ich noch? Ja, bitte. Und dann machen wir eine letzte Runde und dann ist die Frage. Ich hätte noch generell zur Frage der Regulierung einen Punkt. Ja, wir haben zunehmend viel mehr Regulierung. Das kann punktuell ein Problem sein. Das andere Problem, das ich sehe, über das man nicht so spricht, ist folgendes. Das Neue entspricht vielfach politischem Willen und irgendwo hat sich die Situation geändert. Was wir aber weniger beachten, ist, dass das Alte nicht abgeschnitten wird. Wir haben sehr viel Altes, das bleibt da, führt zu vielen Stellen beim Bund. Die Aufgaben, die wir dem Bund und den Kantonen übertragen, sind ja nicht ewig. Jede Aufgabe hat eine bestimmte Lebensdauer. Also wenn ich mal so eine Kopfrechnung mache und sage, die Aufgabe hat im Schnitt 25 Jahre Dauer und dann irgendwie ist sie obsolet, würde das heißen, dass pro Jahr 4% der Stellen eigentlich frei würden. Die könnte man für Neues gebrauchen. Aber diese Diskussion findet zu wenig statt. Man macht das Neue, was auch politisch gewollt ist, aber man schneidet das Alte nicht ab. Und deshalb haben wir da und dort auch eine gewisse Lethargie, vielleicht auch sogar Sklerose im politischen Apparat. Ich bin sehr froh, weil wir sind, ohne es zu wollen, aber ich bin sehr froh, dass es so geklappt hat. Gerade auf meine letzte Frage, das ist ein bisschen so touchy-feely, aber ich finde es wichtig und ich glaube, es ist auch eine gute offene Tür dann an eine weitere Diskussion. Als ich neu war, 2003, ich erinnere mich an viele Vorgespräche und viele haben Milizsystem als eine der größten Tugenden der Schweiz erwähnt. Sie haben das zweimal jetzt in der letzten halben Stunde erwähnt. Es gibt jetzt Stimmen, was man hört, dass die Schweiz ändert sich. Lethargie, haben Sie gesagt. Andere sagten eher kritische Selbstzufriedenheit oder man ist zu reich geworden oder was weiß ich. Aber irgendwie, dass dieser Geist an Miliz, an Partizipation, diese Energie fehlt. Jetzt, ich weiß nicht, weil ich kein Schweizer bin und nicht lang genug hier gewesen bin, ob vor 50 Jahren die Leute genau das Gleiche gesagt haben und vielleicht vor 100 Jahren das Gleiche. Aber nur abzuschließen, sehr schnell, und dann öffnen wir die Diskussion. Ist das nur romantisch, dass es vorher besser war, dass die Leute sich mehr engagierten? Roger Nordmann, Sie sind Berufspolitiker, Sie haben auch richtig gesagt, das Leben hat sich geändert. Es ist schwer, jetzt als Amateure diesen schwierigen Themen zu befassen. Glauben Sie, dass man irgendwie die Leute neu benehmen muss? Oh, ich merke einfach, viele Ämter sind nicht mehr möglich. Der Druck in der Wirtschaft ist gestiegen. Das heißt, es ist schwierig, von Ihrem Arbeitgeber zu das okay zu kriegen, um Gemeindepräsident zu sein. Und man sagt, Gemeindepräsident 50%, ich möchte bei meinem Arbeitgeber 50% sein, aber wenn mir die Gemeinde stört und etwas passiert, möchte ich zur Gemeinde gehen können, jederzeit. Das geht nicht mehr in der Wirtschaft. Wirtschaftskapitäne im Nationalrat gibt es fast keine mehr. Es kommt mir Kollege Wanfluh in den Sinn noch, der da ist. Und wirklich in gewissem Maße Herr Noser. Und that's it. Es gab Peter Spuler, aber er ist auch in einer kritischen Phase seiner Firma, musste zurücktreten, um seine Firma zu betreuen. Es geht einfach nicht mehr, auch wegen der internationalen Dimension. Die hat ganz klar massiv erschwert und das geht nicht. Und zudem sind die Aufgabe benötigen eine vollständige Aufmerksamkeit, auch neu. Es ist schwierig, sich zu verzetteln. Und man muss auch zugeben, Milizparlament wurde auch, oder Miliztätigkeiten wurde auch oft romantisiert. Die Leute haben ein bisschen ihr Geld daran verdienen. So Miliz war es nicht. Miliz war nicht gleich freiwillig. Mir stört es auch, dass es weniger freiwillige Arbeit in der Gesellschaft gibt, aber das war schon lange nicht mehr so, dass die Milizer immer freiwillig sind. Und eigentlich ist es auch okay, wenn jemand für die Gemeinde 50% arbeitet, dass er auch entschädigt wird. Aber dann ist es nur eigentlich eine Kumulation von Part-Time, die nicht unbedingt sehr rationell ist und letztlich dazu führt, dass zum Beispiel im nationalen Parlament, dass es fast nur noch Leute sind, die fähig sind, nebenan ein Einkommen zu haben, der eigentlich nicht viel Zeit beansprucht. Also nicht gerade eine wirtschaftliche Leistung, sondern oft eine indirekte Leistung, die nicht so produktiv ist. Das ist der Fall so im Parlament, weil einfach es ist ein bisschen schwierig, mit 70.000 Franken zu leben, was man eigentlich als Parlamentarier verdient. Thomas, sollten Sie auch Politiker werden? Es gibt nicht genug Unternehmer im Parlament. Was soll man tun, was kann man tun, um diese Lethargie zu bekämpfen und etwas mehr Engagement in der Gesellschaft zu bringen?
Ich glaube, wir haben einen Aspekt vielleicht etwas außer Acht gelassen, wenn jetzt so ein bisschen der Eindruck entsteht, ja, es ist nicht mehr so alles gut wie früher und früher war es besser. Ich glaube, es gibt einen Aspekt, wo mindestens in meiner Sicht die Situation in der Schweiz sich massiv verbessert hat. Ich spreche die ganze Frage Innovation, Jungunternehmertum an. Wir haben sehr viel mehr Start-ups als früher. Es gab früher, als ich an der ETH studierte, hat kein Mensch davon erzählt, man könnte Unternehmer werden. Das wurde man eher bei Accident, weil es dann vielleicht bei der BBC oder beim Sulzer nicht vorwärts ging. Dann hat man sich selbstständig gemacht und hat dann gesagt, dem Chef zeige ich, ich kann es besser. Heute ist ein ganz anderes Umfeld entstanden. Wir haben sehr viele gute Start-ups. Es ist eine Kultur entstanden. Es gibt Fördergelder, es gibt Venture Capitalists. Das, denke ich, ist eine sehr positive Entwicklung, die man auch nicht unterschlagen darf, wenn man sieht, da und dort haben wir uns vielleicht verschlechtert. Okay. Aimo Brunetti zum Abschluss. Habe ich als herkömmlicher, unorigineller Journalist eher zu viel über die schlechten Seite konzentriert und nicht genug über die positive Seite? Nein, das finde ich nicht. Nein, wir haben ja durchaus die Stärken der Schweiz angesprochen, die nach wie vor die großen Stärken der Schweiz sind und wie wir ganz zu Beginn gesagt haben, die auch noch in 20 Jahren relevant sein werden. Ich glaube das nicht, dass sich das so grundsätzlich ändern werden. Aber was natürlich wichtig ist, dass man das zurück zum Punkt der Selbstzufriedenheit, dass man eben an diesen Stärken arbeitet, dass man das klar ist, wenn man nicht laufend sich anpasst, weil es halt einfach Veränderungen gibt im Umfeld, dann ist das eine relative Verschlechterung. Also diese Bereitschaft eigentlich, die Stärke weiterhin zu entwickeln, das wird eine gewisse Herausforderung sein. Okay, danke. Danke, Aimo. Also, meine Damen und Herren, vielleicht ist es mir gelungen, hoffentlich, Sie werden selbst sehen oder sagen, ausgewogen zu moderieren. Jetzt ist die Reihe an Sie. The floor is yours. Wir haben eine Viertelstunde plus minus für Fragen und Antworten. Dann kommt Kaffee. Die hinteren Reihen sehe ich schlecht, die vorderen sehe ich gut. Wenn Sie eher hinter sitzen, bitte wirklich hoch mit dem Hand. Vorne sehe ich besser. Wer will anfangen? Und seien Sie so nett und sagen Sie, wer Sie sind, weil ich mindestens extrem neugierig bin. Ja, mein Name ist Bär. Ich habe vielleicht eine Frage an Herrn Nordmann. Für mich ist eine der Gefahren, dass keine große politische Partei mehr in der Schweiz prioritär sich um die Anliegen der international tätigen Schweizer Firmen kümmert. Wie können wir das adressieren? Es ist tatsächlich so, dass niemand mehr interessiert ist, prioritär sich um die internationalen Aktivitäten der Schweizer Firmen zu kümmern. Das kann es doch nicht sein in der Schweiz. Danke. Herr Nordmann. Also meine Partei, ganz klar, die SP. Nein, ich sage... Sie lachen, aber... Nein, ich sage es... Sie sind Mitglied, nicht wahr? Also. Nein, aber werden Sie? Ich sage es ganz klar. Weshalb? Wir sagen ganz klar, es braucht eine vollständige Anbindung an der EU, am Binnenmarkt. Man kann diskutieren. Ich bin für den Beitritt persönlich, andere in der Partei sind dagegen, aber eine starke, vollständige Anbindung am Binnenmarkt brauchen wir. Das ist unser Nächstes. Und wir haben ganz klar gesagt, so weiter mit dem neuen Artikel 121a geht es nicht. Es wird eine Korrekturabstimmung geben. Als ich das erklärt habe im Nationalrat, im Namen der Fraktion, waren die Leute ein bisschen schockiert. Aber mittlerweile hat man eingesehen, dass man als Organ, als Entscheidungsorgan einen Fehler machen kann und vielleicht korrigieren muss. Eigentlich würde ich erwarten, dass die FDP und die CVP diese Rolle auch nehmen, noch mehr als wir. Wir hätten eigentlich die Rolle, wir hatten die komische Rolle, dass wir gleichzeitig die Gaspedal für die Integration und auf die Bremse, damit die Schwächsten auch mitgenommen werden, zu drücken. Also quasi flankierende Maßnahmen und so weiter. Wir hatten beide Rollen. Das war einer der Verhängnisse. Und das Problem ist, dass CVP und FDP, aber noch mehr FDP, sich nicht getraut haben, der SVP den Stirn zu bieten. Und dann ist es zu diesem Ergebnis gekommen. Ich habe eine gewisse Hoffnung bei BDP und GLP, also die Bürgerlich-Demokratische Partei und die grünliberalen Partei, weil beide haben einen Sinn für den Staat, verstehen, was der Staat ist, sind zwar bürgerlich, da bin ich nicht immer einverstanden, aber sie haben ein Gefühl für Common Sense und für internationale Integration, das sonst fehlt. Abgesehen davon, es gibt Sachen, die einfach nicht haltbar sind, wie die Sonderstatuten im Steuerbereich. Die waren schon schwierig beim Einführen, aber jetzt der Ausmaß, dass es genommen hat, ist unerträglich für eine Equal Level Playing Field und ist nicht mehr akzeptierbar. Das werden wir korrigieren müssen. Aber eben, ich sage Ihnen, ich glaube, bei der SP haben Sie die Garantie, dass wir integrieren, dass wir wirklich den Anschluss finden und nicht im nationalen Redui
verfallen. Und ich finde es sehr traurig eigentlich, dass die beide klassische bürgerliche Parteien sich davon verabschieden haben. Und dass die wenigen Leute in der SVP, die klar gesehen haben, dass es ein Fehler war, wie Peter Spuler, das nicht vorher gesagt haben. Okay. Danke, Herr Nordmann. Die nächste Frage. Wo hat eine Hand? Hier. Da sehe ich. Also fangen wir da darf an. Darf ich etwas sagen? Ich bin CVP-Mitglied. Es freut mich, dass Roger Nordmann da so ganz alleine seine Partei verteidigen kann. Ich meine, wer hat dann die Minderinitiative unterstützt? Wer hat 1:12 gemacht? Und wer ist jetzt für den Mindestlohn? Also ich glaube, ich finde es nicht so fair, da vorne alleine zu sitzen und FDP und CVP so schlecht zu machen. Ich glaube, wir haben uns sehr eingesetzt für die internationalen Firmen und es ist ja schön zu hören, dass die SP das macht. Ich spüre es einfach nicht in Bern. Aber wir haben sicher ein Problem. Das ist ja genau das Problem. Wir haben zwei Extreme, SVP, SP, und zusammen bilden sie eine Mehrheit im Nationalrat und sie haben schon vieles beerdigt, was wir eigentlich versucht haben durchzubringen. Der Ständerat kann noch einiges abhalten, aber er kann nichts bewegen und das ist im Moment unser Problem. Das ist keine Frage, eine berechtigte Bemerkung. Genau. Gut, danke. Als Nächste. Wo haben wir eine Hand? Da und da. Fangen Sie da vorne an. Jupp. Danke. Ernst Baltensperger, Universität Bern. Also die Politik ist interessant, aber ich wollte lieber auf eine grundsätzliche Frage reagieren. Ein grundsätzliches Thema, das ziemlich am Anfang der Diskussion angesprochen worden ist. Die Frage Flexibilität und Stabilität, was brauchen wir eher für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg? Nun, ich teile die Meinung, dass wir beides brauchen, aber also das wurde eigentlich als eine Rivalitätsbeziehung dargestellt und ich sehe das jetzt in diesem Fall nicht eigentlich als Rivalitätsbeziehung. Ich würde eher sagen, wir brauchen beides, aber der Anwendungsbereich ist ein anderer. Wir brauchen Stabilität in Bezug auf gewisse Prinzipien, gewisse Grundverständnisse des gesellschaftlichen und politischen Zusammenlebens. Die wichtigsten, glaube ich, sind Rechtssicherheit, dann finanzielle monetäre Stabilität und dann, das wurde ja auch schon verschiedentlich angesprochen, Offenheit. Wir brauchen offene Märkte, eine offene Gesellschaft. Aber im Rahmen dieses Grundverständnisses, glaube ich, brauchen wir dann Flexibilität. Mhm. Die Gesellschaft darf ja nicht erstarren in irgendwelchen Formen, die sie einmal gefunden haben. Wir müssen fähig sein, im Rahmen dieser Grundprinzipien uns flexibel an ein sich veränderndes Umfeld und veränderte Bedingungen anzupassen. Also das einfach als Ergänzung zu... Danke, ich glaube, die beiden müssen in Einklang. Ich weiß nicht, ob jemand dazu... Ich glaube, wir sind da einverstanden. Vielleicht, ich habe es ja angebracht, ich bin natürlich vollkommen einverstanden, man muss es ideal kombinieren miteinander. Der Punkt ist natürlich nur etwas, wenn man ein System hat, das sehr stark auf Stabilität ausgelegt ist, wie das Schweizerische, das sehr stark auf ein Konsenssystem ausgelegt ist, dann kann es sein, dass man in gewissen Situationen... dass es länger braucht, bis man sich anpasst. Das ist mehr das Argument. Aber es gibt natürlich andere Bereiche. Da möchte ich doch noch kurz, wir haben praktisch nichts über die Mindestlohninitiative und über den Arbeitsmarkt gesagt. Ja. Da möchte ich gerade nutzen, um hier etwas zu sagen. Oder hier bis jetzt, ich hoffe, dass das auch nach der nächsten Abstimmung so sein wird, bis jetzt hat man sich hier als ausgesprochen stabilitätsorientiert und konservativ erwiesen. Das war ein Riesenvorteil. Die Schweiz hat einen liberalen Arbeitsmarkt. Irgendwie hat sich der gebildet und es ist zum Glück jetzt schwierig, das anzupassen mit extremen Initiativen. 1:12 ist das gelungen, ich hoffe sehr und das ist wirklich die Message, die ich noch machen möchte. Wenn wir die Mindestlohninitiative annehmen würden, das würde wirklich die Schweiz in einem Kernelement auf die falsche Bahn bringen. Gut, Sie wollten nicht unbedingt reagieren. Dass wir manchmal etwas lange brauchen. Aber im Systemvergleich muss man auch sagen, es hält dann dafür in der Regel auch länger. Manchmal ist dann in Frankreich etwas schon wieder verändert. Oder auch in Deutschland zum Beispiel ist man ja schon dran, wieder die Altersgrenze wieder zu verändern, bevor sie überhaupt eingeführt worden ist. Das wäre sogar eine Frage für Professor Feld später, wenn er auch über Deutschland reden will. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Wer hat noch Fragen? Wir haben sicher Zeit für ein oder zwei, wenn es noch Fragen gibt. Also, nehmen wir als Letzte dann und dann wird perfekt getimt für unsere Kaffeepause. Bitte.
Peter Gottfeld aus Bern. Wir haben ja heute einiges gesagt über die Abstimmung vom 9. Februar. Ich denke, es ist klar, die Abstimmung hat ergeben, dass es eine knappe, aber immerhin Mehrheit in der Schweizer Bevölkerung gab, die mit dem Stand der Dinge unzufrieden ist. Wir haben auch gehört, dass die Lösungsmöglichkeit, die in der Initiative enthalten war, nämlich Kontingente, durchaus umstritten ist. Meine Frage an das Panel ist, sehen Sie Möglichkeiten, oder andersrum gefragt, welche Möglichkeiten sehen Sie, den Problemen, die da offensichtlich bestehen, etwas entgegenzusetzen? Das heißt, mit anderen Worten, das Erfolgsmodell Schweiz zu stärken, indem man das Unwohlbehagen, das da offensichtlich mit dem Wachstum im Moment existiert, versucht, eine Wurzel zu packen. Danke. Ich nehme dieses auch als Art Trait d'Union an unseren nächsten Panel, wo wir tatsächlich auch über Außenpolitik und zum Einwanderungsinitiative viel mehr Zeit widmen werden. Aber kurz zu dieser Frage, bevor wir dann die Kaffeepause machen. Wollen Sie anfangen? Also ganz kurz, ist ein Punkt, wo man handeln kann, ist die Steuersätze für diese sogenannten Sondergesellschaften, diese spezielle Beamung aufhört oder stoppt und nicht mehr im Spitzenpeloton des Steuerwettbewerbs ist für Firmen. Wir sind ein Fünf-Sterne-Hotel, die Schweiz brauchen uns nicht zum Preis eines Jugendherbergs zu vermieten. Und ich glaube, das könnte ein bisschen dieser exzessiven Einwanderungsdruck, der gespürt ist, die sogenannte Distressrecht, ein bisschen begrenzen. Aber ist das nicht die einzige Lösung. Die Sozialpartnerschaft, die immer hochgeredet wird und gerade jetzt im Vorfeld der Mindestlohninitiative hat nicht immer funktioniert, wie sie müsste. Ich meine, es gibt noch in der Schweiz Löhne unter 3.000 Franken, wohl nicht in diesem Saal, aber das ist so. Und das ist ein Punkt, der die Leute massiv irritiert. Aber ich glaube, dass das größte Problem ist wirklich dieses Selbstverständnis, Staatsverständnis der Schweiz, dass man sich schlecht einreiht und dass man ständig EU-Bashing macht. Es ist für mich sehr auffällig. Man kann für oder gegen einen EU-Beitritt sein, aber aus der Sicht der Schweiz kann man eigentlich froh sein, ob die Leistung der EU. Seit 70 Jahren gibt es im EU-Land, also im Bereich der EU, keine Kriege mehr. Es hat eine gute wirtschaftliche Entwicklung stattgefunden seitdem. Und selbst wenn man nicht Mitglied werden muss, braucht nicht jeder Politiker am Stammtisch zu sagen, ich will es nicht wie in der EU, die EU ist schlecht und so weiter. Weil das ist das allgemeine Blabla, das immer gesagt wird. Und am Ende muss man nicht staunen, wenn die Leute in der Urne sagen, einfach so abstimmen, weil sie sich sagen, wenn diese EU so schlecht ist, wie uns die Politiker das reden, dann will ich auch gar keine Anbindung an dem. Und dieses Problem ist vollständig offen. Leider werden wir das nur mit einer Korrekturabstimmung rückgängig machen können. Das ist schon einer der Themen fürs Nächste, aber hoffentlich gibt es noch Pulver fürs Nächste. Thomas Knecht, schnell und einmal und dann schließen wir die Runde. Ich hätte nur sagen wollen, ich denke, die Umsetzungsfristen sind ja sehr weit angesetzt und ich denke, man wird pragmatisch genug sein, um sich da auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht selber ins Bein zu schießen und ich denke, man wird die Kontingente so verteilen, dass Firmen mit vernünftiger Wertschöpfung zu ihren Arbeitskräften kommen. Aber wenn ich trotzdem noch eine Bemerkung zur Mindestlohninitiative sagen darf, wie der Herr Brunetti gesagt hat, ich finde wirklich eine sehr schlimme Sache für das Land. Es wäre mit Abstand das höchste Level in ganz Europa. Es würde zur Jugendarbeitslosigkeit führen. Ich habe selber 65 Lehrlinge in meinem Betrieb. Ich denke nicht, dass ich bei einer Annahme von so einer Initiative immer noch so viel hätte. Die würden sagen, ja, wieso mache ich eine Lehre? Ich verdiene 4.000 Franken, das ist kein Problem. Ja. Okay. Und dann wird gesagt, es hat keine Auswirkungen am Arbeitsmarkt. Gut, also extrem kurz, wirklich, muss ich schließen. Nein, wir haben nicht viel Zeit, um die Masseneinwanderungsproblematik zu lösen. Wir haben nur 3 Jahre, die Mühlen mahlen extrem langsam. Und während wir nicht super schnell proaktiv sind, entweder in einer Verhandlungslösung mit der EU, woran ich nicht glaube, oder mit einer Anpassung der Verfassung jetzt in die Wege leiten, dann sind wir im Februar 2017 in den Alleingang. Nein, die Zeit drängt extrem, im Gegensatz.
Die Unsicherheit wird wachsen. Nein, das ist eben die Krux an dieser Atombombe, ist, dass die haben nie gedacht, dass sie explodiert. Okay, Aimo Brunetti, Atombombe, ich werde es in dem nächsten Panel hoffentlich entschärfen können, aber bevor ich anfange... Es ist die Quadratur des Kreises, da kurz was dazu zu sagen. Das ist so eine verworrene Situation, das lasse ich lieber den nächsten Panel. Okay, wunderbar. Also sonst geben Sie mir 10 Minuten. Also leider 10 Minuten würde ich gerne widmen, aber bin ich hier. Vielen Dank, Aimo Brunetti, Thomas Knecht, Roger Nordmann. Meine Damen und Herren, hoffentlich war das für Sie interessant. Es war innerhalb einer Stunde eine ziemlich breite Palette und es gibt noch eine Stunde nach uns. Wir haben jetzt die 15 Minuten, ich betone 15 Minuten für die Kaffeepause. Die zweite Kaffeepause ist 2x so lang. Trinken Sie Ihren Kaffee schnell. Vielen Dank. Applaus